Hallo, ihr fabelhaften Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im August 2017, dem Monat der Sonnenfinsternis. Eure Herrscherin, die Venus, steht bis zum 26. August in Spannung zur Waagesonne und macht dabei noch lauter komplizierte Aspekte. Sie verspricht viel Liebesglück, aber auch viel Liebeschaos. Gleichzeitig werdet ihr aus dem Zeichen Löwe mit schönen kosmischen Energien verwöhnt, so dass ihr viel Gelegenheit habt zum Feiern und für gesellschaftliche Anlässe. Es wird also bestimmt ein sehr aufregender Monat für euch. Und wenn das nun Fragen aufwirft, dann solltet ihr auf jeden Fall an der Verlosung teilnehmen. Da könnt ihr eine Beratung bei mir gewinnen. Mehr dazu gibt es am Ende des Videos. Jetzt kommen wir zu eurem Erlebnishintergrund, zu den Aspekten, die längere Zeit schon auf euch einwirken und auch diesen Monat. Der wichtigste Aspekt ist natürlich die Konjunktion zu Jupiter, der in eurem Zeichen steht, der Glücksplanet. Und damit geht es euch ja eigentlich sehr gut, aber es gibt eben auch Waagegeborene, die sich beklagen und sagen, ich merke den Jupiter gar nicht oder ich habe trotzdem so viel Stress, ne, ich habe Probleme, wie kommt das denn? Das liegt dann daran, dass eben gleichzeitig auch Transformationsplanet Pluto zu eurer Sonne in Spannung steht. Und gerade diesen Monat bilden die beiden jetzt einen Aspekt bis zum 20. Das heißt, dieselben Geburtstagskinder bekommen einerseits den glückbringenden Einfluss von Jupiter und aber andererseits den schwierigen Einfluss von Pluto. Also das werdet ihr in diesem Monat besonders spüren. Da ist ja auch Jupiter-Pluto der Aspekt, den ich immer als Schuldenaspekt bezeichne. Also das trifft dann auch für euch besonders zu, dass man vielleicht sich finanziell verausgabt, weil man jemanden beeindrucken will, ne, mit Jupiter sich schön darstellen will oder weil es vielleicht eben auch in der Familie Probleme gibt, die jetzt erfordern, dass man viel Geld ausgibt. Ich kenne aber auch einen Waagemann, der und seine Frau, die haben sich ein Haus gekauft und haben jetzt festgestellt, dass das Ganze doch sehr viel teurer ist und finanziell aufwendiger, als sie anfangs gedacht haben. Das wäre auch eine typische Auslösung für Pluto im vierten Haus. Also achtet da auf eure Finanzen und seid eben auch darauf gefasst, dass es zwar weiterhin auch gute, glückliche Momente mit Jupiter gibt, besonders auch für Beziehungen, aber eben auch schwierige Zeiten geben kann mit Pluto. Das können eben auch Probleme in der Familie mit Familienmitgliedern sein. Es können Todesfälle sein, Verluste sein. Also Pluto ist da nicht ohne und darauf müsst ihr dann gegebenenfalls auch gefasst sein. Genau, und die Konjunktion mit Jupiter spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 8. und 17. Oktober Geburtstag haben und gleichzeitig das Pluto-Quadrat wirkt eben auf diejenigen, die vom 9. bis 13. haben ein und da gibt es dann eben diese Überschneidung. Genau. Und das Quadrat hier, das haben wir noch bis zum 20. August. Dann habt ihr einen schönen Aspekt von Saturn und von Lilith, die laufen diesen Monat gemeinsam hier durch den Schützen und damit in einem günstigen Aspekt zur Waagesonne. Und das bringt einerseits Kreativität und andererseits auch Manifestationskraft. Saturn ist ja die Kraft, die Dinge auch umzusetzen. Und das geht jetzt bei euch ins dritte Haus der Kommunikation. Das kann also sein, dass diejenigen von euch, die vielleicht schreibend tätig sind oder die viel im Austausch tätig sind oder auch vielleicht auch in der Lehre und Forschung, dass die da besondere Erfolge haben können. Und das ist auch ein langfristiger Aspekt und der wirkt diesen Monat besonders ein auf die Geburtstagskinder, die zwischen dem 13. und 17. Oktober Geburtstag haben. Dann haben wir natürlich weiterhin ganz wichtig für euch den Uranus, der steht in eurem Partnerhaus und der wird ja wieder direktläufig und entfaltet dadurch besondere Kräfte. Und da müssen die Geburtstagskinder zwischen dem 20. und 22. Oktober in diesem Monat besonders aufpassen, dass sie da nicht vielleicht aus einem Impuls heraus sich trennen oder eine Beziehung zerbrechen lassen, ne? Weil das kann eben passieren, gerade wenn die Venus in Spannung dazu läuft. Das sage ich euch noch, wann das ist. Also ich würde mir für euch an eurer Stelle vornehmen, Beziehungsfragen nicht spontan zu klären, sondern wirklich, wenn ihr diesen Impuls habt, lieber noch ein bisschen abzuwarten und zu schauen, so bis September, also auf jeden Fall bis ihr Geburtstag habt und dann das nochmal in Ruhe, nochmal von neuem zu beurteilen. Genau, und
für euch trifft dann auch zu, dass dieses Halbquadrat zu Neptun, was ich in der kosmischen Schwingung genau beschrieben habe, auf euch einwirkt. Das heißt also, wenn ihr neue Leute kennenlernt, müsst ihr auch sehr aufpassen, dass die sich nicht vielleicht falsch darstellen, dass das wirklich echt ist und euch Zeit nehmen, diese Personen näher kennenzulernen. Das ist für euch besonders wichtig, denn es wirkt eben ins Partnerhaus und es können vielleicht auch Bekanntschaften sein, die ihr über eine berufliche Situation findet. Genau. Ja, soweit also euer Erlebnishintergrund und jetzt kommen wir zu den aktuellen Konstellationen jetzt in diesem Monat und wir starten in den August mit einem schönen Aspekt von der Sonne, die im Löwen steht in der zweiten Dekade und da günstig ist, ne, zur Waagesonne. Dann der Merkur, der steht in der Jungfrau, steht für euch im 12. Sonnenhaus. Das kann so ein bisschen sich anfühlen, als wäre er rückläufig. Es kann also sein, dass ihr manchmal Informationen nicht habt. Und das wird sich natürlich noch verstärken, weil der Merkur ja am 13. dann rückläufig wird. Dann haben wir auch den Mars, der steht auch im Löwen. Der steht jetzt gerade noch in der ersten Dekade, macht auch einen guten Aspekt zur Waagesonne. Also das ist einfach ein Aspekt, der viel Schwung bringt. Und dann ganz wichtig, die Venus, euer Herrscherplanet, die steht jetzt im Krebs, ist gerade in den Krebs reingelaufen, in die erste Dekade und bildet da eine Spannung zur Waagesonne. Und das kann gut sein, wenn ihr jetzt nicht im Urlaub seid, sondern beruflich zu tun habt, wenn ihr euch gut darstellen wollt. Dafür ist es natürlich toll, die Venus im 10. Haus zu haben. Aber es ist halt eine Spannung, ne? Und weil sie euer Herrscher ist, eure Herrscherin, heißt das einfach, dass Liebesangelegenheiten in diesem Monat auch delikat sein können, schwierig sein können, sich vielleicht anders entwickeln, als ihr euch das so wünscht und vorstellt. Dann müsst ihr einfach auch ein bisschen offen dafür sein. Wagen, muss man sagen, sind sehr strategisch orientiert. Die ziehen auch gerne die Fäden, die haben auch gerne gesellschaftliche und menschliche Beziehungsdinge unter Kontrolle, besonders die, die viele Planeten im Skorpion auch haben. Und die kommen dann manchmal nicht damit klar, wenn sich Liebesangelegenheiten irgendwie spontan plötzlich ganz anders entwickeln. Aber das genau kann eben in diesem Monat passieren. Da würde ich sagen, gelassen bleiben, in eurer Mitte bleiben und einfach damit leben, dass Menschen eben auch teilweise recht unberechenbar sind zurzeit. Ne? Genau. Ja, das ist also erstmal zum Start in den Monat wichtig. Dann haben wir ja am 3. August der dreht sich Uranus praktisch um und wird rückläufig. Und wie gesagt, dadurch hat er eine besondere Kraft. Und am 4. August ist dann hier das Jupiter-Pluto-Quadrat exakt. Das ist dann vielleicht nochmal ein Grund, um sich eben über diese Geld- und Schuldenthematik Gedanken zu machen. Überlegt euch gut, wenn ihr viel Geld für irgendetwas ausgeben wollt und sprecht euch darüber mit eurem Liebsten ab, ne, gegebenenfalls. Ja, dann haben wir am 6. August den Mars, der geht dann in die zweite Dekade und versorgt dann die zweite Dekade mit einem schönen, schwungvollen Energieaspekt. Steht im Haus der Freundschaft, das bedeutet, dass ihr vielleicht auch schöne Sachen mit Freunden unternehmen könnt, die euch dann auch mitreißen. Aber weil es der Mars ist, kann es auch so ein bisschen konflikthaft sein, besonders eben, wenn die Finsternisse kommen, aber da kommen wir gleich noch zu. Ja genau, und die erste Finsternis wäre ja dann die partielle Mondfinsternis, der Vollmond vom 7. August um 20.20 Uhr ist das. Und das findet für euch auf der Freundschaftsachse statt. Ja, das heißt, wenn es da emotional geführte Auseinandersetzungen gibt, dann haben die eben mit Freundschaften zu tun, eventuell auch hier oben das 11. Haus ist ja auch der Bereich der gesellschaftlichen Aktivitäten. Also da sind ja viele Wagen auch sehr engagiert. Es kann also auch sein, dass da vielleicht etwas nicht so läuft, wie ihr das haben wollt und rechnet einfach damit, dass dann da die Wogen ein bisschen hochschlagen und versucht das auch nicht so persönlich zu nehmen. Die Venus steht ja im Krebs, da seid ihr wahrscheinlich besonders empfindlich auch in diesem Monat, aber ihr müsst eben einfach auch sehen, dass auch andere Leute so ihre Probleme haben und müsst einfach schauen, dass ihr das vielleicht ein bisschen distanzierter sehen könnt. Also gerade um den Vollmond rum, ne, wäre das ganz wichtig. Genau, dann haben wir ja ab dem 9. ein paar sehr schöne Tage. Das ist eine super heiße Flirtphase mit vielen schönen Aspekten. Die Venus steht dann ab dem 9. in einem super schönen Aspekt zu Merkur. Das heißt, da kann man sehr schöne Liebesgespräche führen und macht dann auch einen wunderbaren Aspekt zu Romantikplanet Neptun. Und das ist halt auch eine sehr flirthafte Konstellation. Und gleichzeitig haben wir hier die Sonne,
die jetzt in einem super Aspekt zu Jupiter steht und direkt da in euer Zeichen reinstrahlt. Also ich denke mal, in der Zeit habt ihr auch eine super Ausstrahlung. Das sind ein paar sehr, sehr schöne Tage. Und da habe ich dann auch einen Top-Tag für euch gefunden. Und zwar ist das der Samstagabend, der 12. August. Da haben wir nämlich ein ganz tolles Trigon, hier so ein umlaufendes Trigon. Und da seht ihr hier diese Drachenfigur und die zeigt eben mit der Spitze direkt in euer Zeichen rein. Also das ist eine ganz tolle kosmische Energie, wo viele Kräfte, die sehr, sehr inspirierend wirken, auf einmal wirken und in positiver Weise hier in die Waage hineinwirken. Also dieser Abend ist toll und überhaupt eben auch diese Tage vom 9. bis zum 12. Genau. Und da solltet ihr auch unbedingt ausgehen, weil ihr da eine sehr gute Chance habt, Leute kennenzulernen mit dem Mond im 7. Haus, im Partnerhaus. Am 13. August wird der Merkur dann rückläufig. Und das auch noch bei euch im 12. Haus und gegenüber von Neptun. Also das sind alles Faktoren, die Verwirrung stiften können. Das kann für euch, je nachdem, auch beruflich der Fall sein. Also rechnet mal damit, dass dann in den kommenden 3 Wochen vielleicht auch die eine oder andere Information einfach fehlt, um gute Entscheidungen zu treffen. Nehmt euch ein bisschen mehr Zeit für solche Entscheidungen und oder vertagt die eben auch, gerade eben auch bei vertraglichen Entscheidungen. Das geht bis zum 5. September so. Gleichzeitig beginnt der schöne Aspekt der Sonne, die dritte Dekade, die dann also einen angenehmen Einfluss von der Löwesonne her bekommt. Dann haben wir vom 13. bis 18. August ja diese Herzensbrecherphase. Da geht also erst die Venus hier in Spannung zu Pluto und gleichzeitig bildet sie ein Quadrat hier zu dem Jupiter. Und das ist wirklich ganz schön schwierig für euch, denn ihr seid davon eben direkt betroffen, weil es in eurem Zeichen stattfindet. Vielleicht habt ihr auch noch andere Planeten in der Waage, die diese Spannung empfangen. Da kann man also auch dazu neigen, vielleicht eben eine Beziehung zu beenden oder einen Streit anzuzetteln oder eben es besteht die Gefahr, dass man das Herz gebrochen bekommt, vielleicht von anderen, mit denen man was neu angefangen hat. Also das ist einfach eine Phase, wo ihr damit rechnen könnt, dass euch da gewisse Liebesangelegenheiten so ein bisschen entgleiten. Die Venus, die ja dann im Krebs steht, die geht dann am 18. August, also am Ende dieser Phase, in die dritte Dekade ihres Quadrats zu eurer Sonne. Und wie gesagt, vom 13. bis 18. Solltet ihr einfach auch wieder gucken, dass ihr Liebesangelegenheiten oder Schwierigkeiten, die da auftreten, nicht zu persönlich nehmt. Denn ihr könnt davon ausgehen, dass eben auch andere Leute unter Spannung stehen und Druck haben und aufgrund ihrer eigenen Verwirrung sich vielleicht auch so benehmen, wie sie sich benehmen. Und von daher hat das möglicherweise nicht unbedingt was direkt mit euch zu tun. Und auch ihr selber seid ja sonst wirklich auch sehr höflich und auch sehr bewusst, ne, mit eurem Verhalten. Auch euch könnte da mal ein Fehltritt unterlaufen. Und dann seid ihr ja vielleicht auch froh, wenn andere da tolerant sind. Es ist eben auch eine Zeit, wo man wirklich gucken sollte, dass man nicht mit den Gefühlen anderer Leute spielt. Dafür habe ich dann aber 2 Top-Tage für euch. Und zwar Samstag, den 19. ab 20 Uhr bis zum Sonntag, dem 20. Das ist das Partywochenende des Monats. Da stehen die Planeten sehr schön und der Mond steht auch im Löwen. Also das ist wirklich, uns fällt auf dem Wochenende. Und da habt ihr bestimmt eine Einladung zu irgendeinem Löwe, Menschen oder ausgehender Krebs, beginnender Löwe an dem Wochenende. Da habt ihr bestimmt eine Einladung oder feiert vielleicht selber was, also auch aus eurem Freundeskreis. Das ist eine super schöne Zeit. Genau, ja, und dann kommt ja am Montag, den 21. eben der Tag der Sonnenfinsternis, totale Sonnenfinsternis im Löwen. Das ist dann auch gleichzeitig der Neumond im Löwen. Und das findet jetzt für euch auch hier im 11. Haus der Freundschaften und der gesellschaftlichen Entwicklungen statt. Ja, und wir hatten ja gesagt, Kreativität, Exzellenz und Manifestation. Und bei euch könnten es Ideen sein, wie ihr in der Gesellschaft oder in einem neuen Freundeskreis neue Impulse setzen könnt. Bestimmt ist das auch gut für Polyamore-Wagen, die mehrere Beziehungen haben. Die können sich da was überlegen, wie sie das gestalten wollen oder eben auch neue Leute in den Kreis ihrer Liebhaberschaften aufnehmen.
Toll ist es wahrscheinlich auch für Wagen, die was veröffentlichen, schriftstellerisch tätig sind. Hier drittes Haus, da haben wir nämlich Saturn Lilith in exakter Konjunktion. Und Saturn an dieser Stelle bedeutet, wenn man was schreibt, dann ist das wirklich wie in Stein gemeißelt. Und wenn ihr da dann zum Beispiel auch für eure Kreativität Freiraum braucht, ne, weil ihr dann sagt, jetzt muss es raus oder jetzt muss ich das aufschreiben, dann solltet ihr euch da eben mit eurem Herzallerliebsten auch gut drüber absprechen. Das habe ich ja in der kosmischen Schwingung erläutert, dass sich gegenseitig Freiraum lassen in diesem Monat sehr, sehr wichtig ist. Ne, also das könnte hier auch dieser Neumond der Beginn eines neuen Buches werden. Und zu Vollmond am 6. September zeigt sich dann vielleicht schon, was ihr zustande bringen könnt. Dann am 22. August beginnt dann der Mars seinen Durchgang durch die dritte Dekade, versorgt also dann die dritte Dekade mit dem Mars-Power. Und am 23. August geht die Sonne ins Zeichen Jungfrau und damit in euer 12. Sonnenhaus. Das kann eine Phase mit sich bringen, wo ihr öfter mal ein bisschen Pause braucht oder euch zurückziehen wollt oder einfach merkt, dass ihr mehr Schlaf braucht. Und wenn das der Fall ist, solltet ihr dem auch nachgeben. Aber es ist auch dann kein Grund zur Sorge. Dann haben wir ja noch einmal einen schwierigen Aspekt vom 24. bis 26. Da haben wir nämlich dann eben dieses Quadrat hier, die Spannung von der Venus, die immer noch im Krebs steht. Eure Herrscherin geht dann hier in eine Spannung mit dem Uranus. Das können noch mal ein paar Tage sein, wo man also schnell dazu neigt, aus einem Impuls heraus irgendeine Beziehung abzubrechen. Und da würde ich euch eben auch raten, wartet mal lieber ab bis nach dem 5., 6. September, bis nach dem Vollmond und bis der Merkur wieder direktläufig ist, bevor ihr da irgendwas Endgültiges unternehmt. Genau. Genau. Und dann geht ja die Venus ins Zeichen Löwe, und zwar am 26. Und dann bekommt ihr einen sehr schönen Aspekt von der Venus, ein freundschaftliches Sextil und das als erstes die Geborenen der ersten Dekade. Und dann liebt man wieder mit mehr Selbstbewusstsein. Ja, das ist dann eigentlich ganz schön und dann kann sich vielleicht schon zeigen, dass die eine oder andere Geschichte der letzten Tage gar nicht so schlimm war, wie man gedacht hat. Am 27. habe ich noch einen Top-Tag für euch gefunden, einfach weil da auch wieder hier der Jupiter so günstig steht. Und die ganzen Planeten, die hier im Löwen stehen und im Schützen stehen, dann wieder gute Energien ins Waagezeichen reingeben. Das heißt, es ist auch nochmal eine Zeit mit sehr vielen Inspirationen für euch. Und am 31. läuft dann sogar der Merkur wieder zurück in den Löwen. Auch nochmal eine gedankliche Inspiration für euch. Ja, soweit also die Konstellationen im August. Und wenn ihr eine Beratung braucht, dann bin ich da natürlich für euch da. Hinter diesem kleinen i findet ihr den Hinweis, wie ihr zu meiner Homepage kommt. Und außerdem solltet ihr vielleicht auch mein Webinar buchen. Da könnt ihr nämlich zum günstigen Preis auch mir eine persönliche Frage zu eurem Horoskop stellen. Letztes Mal hatten wir wieder auch wieder eine ganz tolle Gruppe. Und die anderen diskutieren eben auch mit. Da sind zum Teil auch sehr gute Astrologen, die da mitmachen. Und der nächste Termin wäre am 28. Juli. Danach mache ich eine Sommerpause bis September. Genau, und wenn ihr bei der Verlosung dabei sein wollt, das würde sich auch lohnen für euch, 15 Minuten Beratung bei mir, könnt ihr gewinnen, wenn ihr mir hier einen netten Kommentar postet. Und der Gewinner oder die Gewinnerin wird dann in der nächsten kosmischen Schwingung bekannt gegeben. Netter Kommentar heißt nicht nur einfach schreiben, ich will gewinnen, sondern mir schon ein bisschen was Inhaltliches posten, damit ich was lernen kann, wie ihr mit meinen Videos klarkommt und vielleicht auch, was ich noch verbessern kann. Und dann außerdem bitte meinen Kanal abonnieren. Und beides zusammen, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Schluss noch der Hinweis, falls noch nicht geschehen, schaut euch bitte noch das Video Folge deinem Herzen an. Da gibt es noch weitere wichtige Informationen über die Mondknoten. Und damit wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.